Hallo lieber Krebs, herzlich willkommen zu deiner Legung für den Monat November. Ergänzend zu deinem Sonnenzeichen, sprich Sternzeichen, kannst du auch die Videos nach deinem Mondzeichen und Aszendenten schauen. Wollen wir doch mal schauen, was die Krebse hier so erwartet im Monat November. Für die Krebse im Monat November, was erwartet die Krebse? Da ist eine Karte rausgeflogen, ich lasse sie mal draußen. Sie fangen schon an zu sprechen. Okay. So, wir haben den Wagen. Das sieht gut aus. Oh, das sieht nicht so gut aus. Ach, der Schwerter. Den Ritter, der Kelche, der Gehängte. Warum habe ich gesagt, dass das gut aussieht? Die Acht der Münzen und die Gerechtigkeit. Auf der Unterseite haben wir das Ass der Münzen. Das sieht sehr gut aus. Okay. Und die Karte, die rausgeflogen ist, da haben wir das Rad des Schicksals. Wow, Krebse, ihr habt echt hier, das ist, scheint ein sehr schicksalhafter Monat zu sein. Das ist wirklich ein Event, ein wirkliches Event, habe ich das Gefühl. Okay. Also erstmal, was ich hier wahrnehme, ist, dass du dir einen Weg vorgenommen hast und du willst auf diesem Weg weiterkommen. Aber es gibt noch Schwierigkeiten, es gibt Probleme auf diesem Weg. Es bewegt sich nicht so wie gedacht. Das könnte mit dem Thema Umzug zusammenhängen oder mit einer Reise oder mit dem Ausland. Solche Geschichten könnten da sein, ja, wo irgendwas blockiert ist oder ein Weg ist nicht frei. Ich habe das Gefühl, du willst so mit deinem Wagen jetzt los auf den Weg und nach vorne gehen. Aber irgendwie ist der Weg nicht frei. Ich kriege rein eine Rarität. Mir fallen hier so die Einhörner auf bei diesem Wagen. Eine Rarität, etwas Seltenes anstreben. Vielleicht versuchst du einen Weg zu gehen, der irgendwie rar ist, der irgendwie besonders ist, der vielleicht nicht so leicht ist, vielleicht sind viele Ansprüche da, vielleicht ist es aber auch etwas Seltenes oder etwas, was nicht so oft vorkommt und deswegen ist es vielleicht auch so schwer, dahin zu kommen. Ich sehe dich so wie so ein Abenteurer, eine Abenteurerin, wie Indiana Jones. Ja, man ist irgendwo unterwegs und man sucht etwas Seltenes, irgendwo im Dschungel verborgen, irgendeinen Schatz oder was auch immer. Und natürlich, es ist etwas ganz Besonderes. Natürlich wird es nicht einfach auf der Straße rumliegen. Ne? Also man muss schon etwas dafür tun. Man muss mutig sein, man muss bestimmte Risiken eingehen, man muss etwas wagen, man muss sich trauen, ins Unbekannte zu gehen. Und das ist das, was ich da sehe. Also so wie wenn du etwas, ein bestimmtes Ziel hast und du willst dahin kommen, aber es ist nicht so leicht, weil es gibt gewisse Blockaden, da ist etwas noch nicht offen, kriege ich rein. Es ist noch nicht offen. Das ändert sich aber auch diesen Monat oder im Laufe dieses Monats wird dieser Weg sich langsam öffnen. Dein Einsatz ist definitiv gefragt, also dass du dich wirklich einsetzt, dass du etwas dafür tust, dass du dir Mühe gibst, dass du Initiative zeigst. Das wird sehr, sehr wichtig sein. Ja, das wird etwas sein, was einfach dran ist. Ja, das nehme ich hier wahr. Also zeig Initiative, geh voran, trau dich etwas. Dann wirst du irgendwie weiterkommen auf deinem Weg. Ja, dann wird sich dieser Weg auch öffnen. Ich sehe, dass du hier irgendwie vielleicht auch emotional blockiert bist oder dass irgendetwas im emotionalen Bereich gerade wie verschlossen ist. Ich glaube, dadurch, dass ein Weg noch nicht offen ist oder dadurch, dass du dich blockiert fühlst, wirst du eine andere Perspektive auf diese Sache bekommen. Eine große Chance wartet auf dich. Ein großes Angebot, eine große Chance. Etwas, womit du wirklich was anfangen kannst. Das kann ein Jobangebot sein.
Das kann ein, ne, irgendwas, was mit Erfolg zu tun hat und vielleicht stellt sich der Erfolg noch nicht so schnell ein. Oder ich kriege rein eine schicksalhafte Aufgabe. Eine schicksalhafte Aufgabe, das ist das, was ich reinbekomme. Du wirst vor eine schicksalhafte Aufgabe gestellt. Es wird darum gehen, dass du diese löst. Hier haben wir die Gerechtigkeit. Das hat ganz viel mit Entscheidungen zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, dass karmische Prozesse im Spiel sind, dass es um Gerechtigkeit geht, dass es um einen Ausgleich geht, einen Energieausgleich. Etwas, was sich hier vorwärts bewegen soll, aber gewisse Blockaden, die überwindet werden müssen. Und ich sehe, du wirst sie überwinden. Diese Blockaden könnten emotionaler Natur sein, aber auch irgendwie vielleicht beruflicher, finanzieller oder was das Thema Leistung betrifft, also etwas zu tun. Vielleicht bist du noch nicht fähig, etwas zu tun oder fühlst dich noch nicht bereit, etwas zu tun. Oder dir wird irgendwie der Weg noch verstellt, aber ich habe das Gefühl, also du wirst getestet. Also das ist jetzt nicht so, dass da äußere Umstände sind und die sind dann irgendwie, die blockieren dich dann und du denkst dann so, oh Mann, so warum werden mir diese Steine in den Weg gelegt? Ne? Also keine Opferrolle, damit wirst du nicht weiterkommen. Wenn du dich selbst jetzt bedauerst und heulst, ich sage das jetzt mal so, dass du hier nicht weiterkommst. Im Gegenteil, sondern es wird noch mehr dein Wille getestet, noch mehr dein Herz auch getestet, ob du das wirklich von Herzen willst. Also irgendwie hat auch das Herz hier eine Rolle oder spielt hier eine Rolle. Was will dein Herz? Was sagen deine Gefühle? Worum geht's hier? Und für dich wird es darum gehen, eine schicksalhafte Aufgabe zu lösen. Es ist dein Schicksal, diese Aufgabe zu lösen, um dahin zu kommen, zum Ass der Münzen. Und ich nehme hier so ein bisschen wahr, dass es auch mal so ein bisschen um eine klare, radikale Entscheidung auch geht. Also wirklich auch zu akzeptieren, wie es ist. Und nicht zu sich selbst zu bedauern. Ja, oder die Situation zu bedauern, dass es so ist. Sondern versuch, etwas daran zu ändern. Versuch, einen anderen Weg zu gehen. Versuch, irgendwie weiterzukommen. Nicht aufzugeben. Weitermachen, also dein Wille wird auch richtig getestet. Es ist okay, wenn du mal nicht so schnell vorankommst auf deinem Weg. Das ist in Ordnung, weil es wird hier Phasen geben, wo du mal innehältst, wo du nochmal reflektierst, wo du in dich gehst. Also sehr viel Innenschau auch, die hier stattfindet. Sehr viel Introspektion, ja? Ich wollte das Wort gerade anfangen und dachte, wie wird es ausgesprochen, aber es ist richtig. Genau, sehr viel Innenschau. Das Rad des Schicksals, also du kommst gar nicht drum herum. Also du kannst dich nicht mal dagegen wehren. Du kannst jetzt nicht sagen, ach, dann schmeiß ich alles, dann mache ich es nicht. Dafür ist der Ruf danach zu stark. Dafür willst du das zu sehr, dafür ruft dein Herz zu sehr danach. Und wie gesagt, es sind auch sehr viel karmische Prozesse drin. Es könnte sogar sein, dass du dich einerseits fragst, warum will ich das denn so unbedingt? Das ist irgendwie so eine karmische Aufgabe. Das ist irgendwie was, was deine Seele einfach entschieden hat, wo vielleicht dein Bewusstsein noch gar nicht so weit ist, das zu verstehen, aber irgendwie merkt, ja, aber ich muss jetzt hier weiterkommen oder ich muss das jetzt machen. Und du verstehst es selber nicht, warum. Es ist einfach so. So nehme ich das wahr. Also ein sehr schicksalhafter Monat, ein Monat, in dem du sehr stark wachsen wirst, in dem du vor viele Blockaden, vor viele Hindernisse gestellt wirst,
wo du deine Perspektive komplett änderst und wo eine große Chance auf dich wartet. Eine große Chance wartet auf dich. Ja, aber dafür wirst du was tun müssen, um die zu erreichen, wahrzunehmen, was auch immer. Ziehen wir eine Orakelkarte hinzu für die Krebse im Monat November. Wahrsagen. Jetzt meine... ich muss kurz was trinken. Da hat sich ein Frosch in meinem Hals verirrt. Wahrsagen. Nimm einen Atemzug, nimm einen zweiten, wertvolle Reflexionen und ein Geschenk des Lichts. Reflexionen, ne? Sich selbst reflektieren. Schlüsselwörter. Führung, Reflexion, Erkenntnis. Ne? Eine Erkenntnis, die dir hier kommt auf diesem Weg. Orakelkarten, Teeblätter, Kaffeesatz, Wolken, Kerzenlicht, Blumen. Es gibt viele Spielarten des Wahrsagens. Sie alle dienen dazu, göttlichen Rat einzuholen und sind ja seit Jahrtausenden Teil des Instrumentariums einer Hexe. Das Wahrsagen kann dir helfen, über das hinauszublicken, was direkt vor deinen Augen liegt. Sie kann dir helfen, verborgene Gefahren und Chancen zu entdecken, neue Ideen aufzugreifen und alte zu verwerfen. Wenn du Wahrsagen gezogen hast, erforsche deine Fähigkeit, Botschaften von der Erde und dem Göttlichen zu empfangen. Jetzt ist es an der Zeit, deine Hexenkünste zu vertiefen. Du musst auf deine Fähigkeit vertrauen, dich in diese Botschaften hineinzufühlen und sie zu interpretieren. Diese Karte weist auch darauf hin, dir mehr Zeit zu nehmen, um zu reflektieren. Schnell verliert man sich in der Hektik des täglichen Lebens, ohne das Erlebte zu verarbeiten. Etwas so Einfaches wie das tägliche Ziehen einer Karte, entweder am Abend oder am Morgen, kann dir helfen, die Ereignisse besser zu verstehen, nicht zu übersehen und ganz neue Dinge in Betracht zu ziehen. Genau, ein Perspektivwechsel, der Gehängte. Ne, es geht ab und zu nicht weiter. Es geht um Reflexion, also nochmal zu schauen, nochmal innezuhalten. Und ich glaube, dass du vielleicht sogar auf deinem Weg, den du hier beschreitest, nochmal Anpassungen vornimmst. Dass du nochmal etwas veränderst. Dass du sagst, hey, okay, wenn das jetzt so nicht klappt oder wenn ich jetzt merke, da sind gewisse Blockaden, was sind denn meine Blockaden, das zu erkennen und zu sehen, ich kann das doch auch ganz anders machen. Und du hättest das nicht gesehen, wenn du nicht vor diese Blockade gekommen wärst, dass es da noch eine andere Möglichkeit gibt, die vielleicht viel besser zu dir passt und wo du auch genau hingehen sollst. Und das ist genau das, was diesen Monat stattfinden wird. Hier wartet eine große Chance auf dich. Und du bewegst dich gerade genau darauf zu. Du bewegst dich derzeit genau darauf zu. Das ist dein Schicksal, da anzukommen. Das ist dein Schicksal, da hinzukommen. Aber es ist eben auch dein Schicksal, dass hier eine Phase der Innenschau stattfindet, weil etwas nicht läuft, weil etwas blockiert ist. Meine lieben Krebse, das war es auch schon. Das war eure Legung für den November. Falls ihr persönliche Hilfe braucht, könnt ihr mich sehr gerne kontaktieren. Ich biete astrologische Beratungen und Kartenlegungen an. Schaut dazu mal auf meiner Homepage vorbei, sie ist unter dem Video verlinkt. Ich freue mich, wenn ihr diesen Kanal unterstützt durch ein kostenloses Abo, einen Daumen hoch, einen lieben Kommentar. Und ich wünsche euch allen ganz viel Licht und ganz viel Liebe. Macht es gut, bis zum nächsten Video.